Willkommen zurück zu Minecraft. Beim letzten Mal haben wir hier so ein bisschen überall ausgebaut. Ich wollte jetzt eigentlich hier so mal ein bisschen weitermachen. Ich will aber auch gleichzeitig, naja, so ein paar Enderperlen bekommen, weil, ne, kann man ja immer mal wieder gebrauchen. Nun brauche ich dafür wieder Platz hier. Ich sollte vielleicht auch nicht so viel da mitnehmen, wenn ich dann die Endermänner hier umhaue. Ich brauche mal hier so eine neue Truhe oder sowas, über 30. Warte mal ganz kurz hier. Machen wir hier mal so, zack. Hol ich noch mal eine hier. Was soll der Geiz? Wir haben es ja einigermaßen. So, die Drohnen kommen hier einmal ganz kurz hin. Kommt hier mal so ein bisschen Gedönsgekrempel rein hier, was ich jetzt nicht gleich und sofort brauche. Ne, dass wir halt so am besten fast nur des Dingens mitnehmen. Hier das Brot oder sowas, das ich mir gleich nochmal zusammencraften muss. Damit wir dann ein bisschen was für die Endermänner hier so gegen den Hunger haben und sowas. Ich habe ja jetzt von euch erfahren, ne, dass das, wie heißt es? Enderperlen jetzt nicht aus 9x9 Enderaugen nicht aus 9x9 Enderperlen bestehen. Was ich sehr gut finde, weil es würde sonst echt lange dauern. Zum Glück geht es eine ganze Ecke schneller. Nur, müssen wir halt auch diese Enderaugen halt erstmal haben. Und darum gehen wir jetzt noch einmal kurz hin, hauen den Enderman einmal kurz aufs Maul, weil sie es nicht anders verdient haben. Und dann mal gucken. Ich sollte hier auch die ganzen Löcher, die hier immer entstehen, hier mal ganz kurz irgendwann mal beseitigen. So, hier mal gucken, da mal gucken. Und hallo Enderman, hallo Enderman. Was geht ab? Wer ist weg? Oh, komm schon. Weißt du, dass du da bist hier irgendwo? I can hear you. But I don't see you. Anyway, I hate you. Hey, hey! Ich hab Freunde! Endige Freunde! Yay! Wo ist er jetzt schon wieder hin? Ey, dass die dann immer hier so weit verschwinden und ich keine Ahnung hab, wohin. Das ist ja schon was wie, keine Ahnung. So, eine haben wir schon mal. Das ist schon mal gut. Na, und es würde mich jetzt nicht stören, wenn wir jetzt noch mal so ein paar hier bekommen können. Hier, die Fackel hier kann auch mal weg. Ich habe da auch schon ein Skelett irgendwo. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Hier ist meine Sackgasse, das ist auch okay. Und wir müssen dann auf jeden Fall, bevor wir dann zum zum Enderdrachen gehen, tatsächlich hier nochmal so das ein oder andere Material hier mal besorgen, weil sonst ist halt eher schlecht, ne? Ach, komm schon. Ich wollte gerade ein Brötchen essen hier. So, keine Enderperle ist gedroppt, schade. Ja, wir brauchen halt davor halt schon so eine vernünftige Diamantenrüstung und sowas. Das wäre schon nicht verkehrt. Aber das kommt halt dann irgendwann. Da ist ein bisschen Gras. Das ist ja okay. Das darf doch ruhig sein. So, jetzt aber hier. So ein Enderman hier. Spawn mal. Ey, tu mal spawnen. Irgendwo hier ist auch Skelette in der Nähe, die hier ständig am Schießen sind. Oder auf eine. Oder ist das der Schleim, der auf eine Druckplatte tritt? Ich habe keine Ahnung. Kann sein. Kann auch nicht sein. Ich vermute mal, dass hier irgendwo. Man hört ja hier ständig den Slime hier. Kann auch. Ein Magma-Slime sein, meine Güte, Soundeffekt sei nicht so laut hier. Und der Slime tritt da wahrscheinlich immer auf so eine Druckplatte und deswegen höre ich da immer so einen Schuss. Irgendwo hier in der Nähe ist auch ein Zombie, aber der kann mir mal fast egal sein. Wo ist denn jetzt der Enderman schon wieder hin? Muss ich es hier vielleicht doch nochmal ein bisschen dunkler machen? Och, da ist nämlich schon einer instant gespawnt. Dann setze ich aber die hier mal hin oder sowas. Bisschen weiter weg halt. Gucken wir mal. Irgendwie kriegen wir es hin, dass hier die Endermen noch spawnen. Oder auch nicht. Gehen wir nochmal ein Stückchen zurück. Jetzt habe ich nämlich wieder einen gehört. Hey, was geht ab? Komm schon. Wo bist du? Oh, der nächste hier. Oh, eine Enderperle, yeah! So, muss ich auch schon wieder hier Brötchen essen. Ey, was die alles hier an Hunger von meiner Leiste hier wegziehen, ist ja unglaublich. Wenn ich angehauen habe, ich gleich Instant Hunger sozusagen. Okay, ich hier nochmal zurück.
Aber noch höre ich kein Element. Da war gerade einer. Gut, dann gucken wir doch nochmal. Da läuft er nämlich. Das kann man ändern. Hey, was geht ab? Hey, was geht ab? Und er ist wieder weg. Irgendwo hier schießt schon wieder irgendwas. Kann es nicht sehen. Nö. Da, ich bin so nicht so der beste Enderman-Bekämpfer hier. Der Enderjäger. Hey, lass mal der hier aus hier. So. Auch keine Enderperle. Ey, komm, ich will jetzt wenigstens noch eine Enderperle, bevor ich jetzt hier das Übliche mache. Ja, hat einen Hit gekriegt, hat mich gesehen. Ist okay. Gehen wir hier nochmal hin. So, auf die Ecke. Die mögen ja die Enderman. Deswegen spawnen sie da immer. So, aber jetzt noch nichts. Wo ist denn der, der sich jetzt verpisst hat hier? Das ist WECH, ne? Dachte ich mir. Enderman, spawn mal. Da war was. Ich hab's gehört. Hey! Was geht ab? Auch hier? Finde ich ja super. So. Immer noch keine. Naja, wie gesagt, ne? Es dauert halt ein bisschen, bis man hier so ein paar Enderperlen zusammen hat. Und ich will halt gerne schon so circa 20 insgesamt haben. Nur um auf Nummer sicher zu gehen und sowas. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Alles nur eine Geduldssache. So, komm. Komm. Spawne. Dämlicher Enderman, spawne. Hey. Da ist ja wieder einer. Hey. Jetzt ist er wieder weg. Wo ist er hin? Das weiß wieder keiner, ne? Halt, warte. Da. Na. No. Muss ich wieder was essen hier? Nur no, spawn hinter mir oder sowas. Weißt, dass du es willst. Traust dich nur nicht, ne? Da ist ja wieder einer. Gleich habe ich wieder wahrscheinlich 3 oder 5 Endermen hier so auf einen Fleck oder sowas, die mich alle töten wollen. Sehe das schon kommen. Ah! Instant in mir gespawnt, ey. Gespawnt. Ich gespawne mich auch mal. Jetzt sind sie wieder alle weg. Hm. Warte. Ist gerade was teleportiert hier. Ist irgendwo noch eine Akro. Aber nicht in der Richtung, ist in eine andere Richtung. Eigentlich wollte ich jetzt hier über Frankreich und die rechtsextreme Wahl da reden. Aber die Endermen verbieten es mir. Natürlich doof. Aber kann man nicht ändern, ne? Ändern. Verstehst du? Ändern. Enderman. Die kann man auch nicht ändern. Ja gut, das war jetzt mega schlechter Wortwitz. Ich weiß, es geht das Prinzip. Ich höre ihn noch, wer hier irgendwo ist. Aber ich kann ihn nicht sehen. Wo versteckt er sich, der Kleine? Ah, jetzt kommt er, wie gesagt, in Massen. Im ganze 2. Hey! So, nehmen wir nochmal ein Brötchen hier. Einfach nur zum Leben regenerieren und so. Ich hab ihn teleportieren hören. Weiß nur nicht, wo er ist. Ach komm schon. Andy, versteck dich nicht so. Gibt's ja nicht. Hey du da, was geht ab? Okay. Komm, eine Perle will ich noch. Give me your pearl. Au. Oh. Na klar. Komm schon. Do it. Do it now. Da ist noch einer gespawnt. Habe ich gleich wieder 50 am Arsch. Ich sehe es gleich kommen und gleich bin ich tot. Schon wieder habe ich Hunger. Unglaublich. Oder ob ich es hier doch dunkler machen sollte. Dann spawnt hier vielleicht noch irgendwas, was ich gar nicht haben will. Das muss ja auch nicht sein. Also, irgendwann muss ich mir hier nochmal überlegen. Egal. So, gehen wir jetzt einmal zurück. Ja! Ich hab's gehört! Ah! Erschreck mich nicht so! Scheiß Enderman! Er ist irgendwo direkt über mir oder sowas. Hey! Wollte ich doch nochmal zurückgehen? Ist wieder der Enderman hier. Komm schon. Wo seid ihr?
Ich weiß, dass ihr hier seid. Irgendwo in der Nähe. Ich weiß es. Na gut. Dann weiß ich es halt und gehe trotzdem weg. Ne? Weil ist halt gerade schlicht. So. Hallöchen, altes Zuhause hier. Ja. Ich bin gerade überlegen, was wir hier noch alles machen wollten. Gut. Wir haben jetzt ganze 2 Enderperlen mehr. Ist jetzt nicht die Welt, aber schon mal etwas. Was wir dann halt auch so nach und nach noch sammeln müssen, ist Lohnstaub. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so wild wie jetzt die Enderperlen, weil wir haben 300.000 Lohnspawner in der Nähe hier. Das würde eigentlich theoretisch gehen. Ja. Ich wollte jetzt ansprechen hier einmal das Wahlergebnis der EU-Wahl, was ich ja gefragt wurde. Hier, ich muss mal ganz kurz zählen hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. 3, 4, 5, 6 und 7. Ach, dann kommen wir hier wieder raus, ne? Das ist ja ein Traum. Da muss ich hier jetzt tatsächlich mal das hier hinsetzen. In der Hoffnung, es tötet mich da nicht. So. Dann hier nochmal Fackel reinsetzen und so weiter. Ja, also die EU-Wahl ist ja in Deutschland mehr oder weniger normal ausgefallen, sage ich mal. Außerhalb mit dem Unterschied, dass die AfD, die Alternative für Deutschland, einen kleinen Schub bekommen hat und auch ein bisschen so ins Parlament da einziehen konnte. 1 oder 2 Sitze bekommen haben. Und naja, von vielen wird halt jetzt schon gesagt, ja, ne, was macht denn jetzt hier eine rechtsextreme deutsche Partei da, ey? Voll die Nazis und sowas, ne? Und ja, die Sache ist halt die, dass nicht nur Deutschland hier auch ein bisschen mehr rechts gewählt hat als normal, sondern halt auch andere Länder, wie zum Beispiel Frankreich, Italien war, glaube ich, teilweise auch mit ein paar rechtsextremen Sitzen mit dabei, Dänemark und auch Großbritannien haben alles sehr stark rechts gewählt, sag ich mal. Na, und jetzt ist halt die Befürchtung unter einigen groß, dass halt neues Viertes Reich oder sowas entsteht. Ne? Weil, keine Ahnung, die Franzosen jetzt die Nazis gewählt haben, mehr oder weniger. Wobei muss ich da kurz erläutern, dass jetzt nur weil die Leute rechts gewählt haben, das nicht unbedingt bedeuten soll, dass jetzt hier neue Gaskammern und sowas angeschafft werden. Sondern von vielen Parteien wird halt nur mehr oder weniger gewollt, also natürlich, ne, Wahlversprechen und sowas, ne, aber wird halt ursprünglich nur gewollt, das ist eigentlich der Sinn der rechten Partei, sage ich mal, dass du halt größtenteils keine Ausländer in dein Land reinlässt. Halt aus dem Grund, weil, naja, man muss die auch irgendwie finanzieren, wenn sie jetzt hier nicht gerade selber Arbeitnehmer sind und sowas. Aber, naja, die Sache in Frankreich speziell ist halt nun mal, dass wir hier ein Loch in der Wand haben. Nee, dass es dort viele Ausländer gibt und gleichzeitig halt auch wenig Arbeitsplätze, beziehungsweise viele Arbeitslose. Und das halt dann halt auch noch den Nachteil, dass halt Ausländer nach Frankreich reinkommen und ich sag mal ganz grob die Arbeitsplätze klauen. Ne? Ist natürlich nicht ganz so, aber nun gut. Ne? Das ist halt so der Grundgedanke von den vielen Franzosen, denke ich mal, ohne jetzt selbst ein Franzose zu sein. Soweit kommt es noch, dass ich Franzose bin. Und da ist dann halt der Wunsch vom Volk schon relativ groß, dass halt Frankreich zunächst mehr für sich selbst sorgt, als dass sie sich um andere auch noch kümmern. Und das Problem in der EU ist nun mal, dass es da halt diverse Gesetze gibt, die dann halt sagen, ja, hier, wenn da Flüchtlinge sind, dann müssen diese und diese Länder halt die Flüchtlinge aufnehmen, wenn irgendwelche Regelungen getroffen sind und so weiter. So hundertprozentig kenne ich mich da jetzt auch nicht aus, ne? Also steine ich mich nicht in den Kommentaren, ne? Also, ich sage hier schon mal von vornherein, ich habe nicht so die Mega-Ahnung von Politik, ne, weil ist halt so. Ne, aber so ein bisschen was verstehe ich halt auch und verstehe halt, wieso, weshalb, warum die Franzosen mehr oder weniger die rechtsextreme Partei gewählt haben. Halt aus dem Grund,
Das ist da, warte mal, das liest mir zu laut. Das ist mir echt zu laut. Das ist schon etwas ruhiger, dabei kann man das etwas mehr erzählen. So, warum die Franzosen halt die Rechten gewählt haben. Wie gesagt, halt einmal so Gründe, so Arbeitsplätze und, naja, zu viele Ausländer. Also ich kenne das selbst hier aus meiner Stadt halt persönlich auch, das habe ich auch öfter mal ein Gespräch mit anderen Leuten gemacht.